Okay. So, good evening to everyone. Und guten Abend an euch alle. Und das ist Tele. Und das ist Tele. So. The song of Milarepa, the profound definite meaning song on the snow range that last week I showed the introduce about the Doha, the song, and also the sources, the historical background about Milarepa. Und ja, wir sind eben bei Milarepas Doha, die tiefgründige letztendliche Bedeutung, gesungen auf einer schneebedeckten Bergkette. Und Lama hatte letzte Woche ja schon eine Einführung etwas in das Doha gegeben und auch über die Quellen und auch den historischen Hintergrund zu Milarepa etwas gesagt. So, the fourth, we have a five different meaning here in the song. And the first one is a view, very profound view. Mm-hmm. And I shortly introduce already. Und es gibt eben fünf, Lama sagt Bedeutung oder fünf Themen. Das erste ist die Sichtweise, die tiefgründige Sichtweise, über die hatte Lama letzte Woche schon etwas gesprochen. And today is about the meditation. Und heute geht es dann um die Meditation. So meditation here in the English is also very profound, right? Mm-hmm. The here, you know. So when the I'm going to read about the second verse is about the meditation. Mm-hmm. When meditation is clear like a river, there is no need to confine it to section and break. Meditator and object refined until they are gone. This hard bone of meditation is made quiet well. That's the verses about the meditation. Und auch die Meditation ist ja hier durchaus sehr tiefgründig. Und um den Vers einmal vorzulesen, wenn Meditation wie ein klarer, leicht dahinfließender Fluss ist, ist es nicht erforderlich, es auf Sitzungen und Pausen einzuschränken. Meditierender und Objekt verfeinert, bis sie sich aufgelöst haben. Dieses Herz der Meditation schlägt ziemlich gut. So this meditation is in a very profound, very subtle, right? Very deep meditation. Diese Meditation ist eben sehr tiefgründig, aber auch sehr subtil und sehr tief. So, the meditation also called two different style to introduce or to training about the meditation. One style is actually general, most common way of practice is actually first practice about the Shamatha meditation. Then to apply the Vipassana meditation. Mm-hmm. That's the one aspect, right? Mm-hmm. Und bei Meditation gibt es eben hauptsächlich zwei Stile sozusagen von Meditation, zwei Arten, in der wir uns schulen. Das erste ist die allgemeine oder die auch sehr weit verbreitet eben ist Shamatha-Meditation. Und dann basierend darauf kommt eben dann die Vipassana-Meditation. Right, therefore in the Tibetan words, there's said ta tong ne gom to ne ta wa chol la gom through the shamatha meditation you have to find out or you want to really how to say to apply right the view of meditation or shamatha ata vipassana sorry Und da heißt es eben auch, durch die Meditation von Shamatha wenden wir dann eben die Sichtweise der Meditation oder eben die Sichtweise von Vipassana an. Right.
And another style is called Da Tongne Gom Cholwa. Dawa means view. Through the pose, we have to train the view. And you realize the view, then you find out how do your mind is deeply calm, abiding. Right? Gom Cholwa to find out the Jhamada meditation. Und dann gibt es aber eben auch die andere Sichtweise, wo es heißt, dass wir uns eben, indem wir uns zuerst in der Sichtweise schulen und indem wir zuerst die Sichtweise verwirklichen, dann sozusagen entdecken wir oder kommen wir dazu, dass unser Geist eben in dieser Stille oder zur Ruhe kommt. Okay, so here the Milarepa song, according to the Milarepa song here, first he introduced about the profound view, right? Through the understanding or realize the view, then second he introduced about the meditation, right? Und wenn wir uns hier das Doha von Milarepa anschauen, da nimmt er eben den Ansatz, wo wir zuerst mit der Sichtweise anfangen und wenn wir dann die Sichtweise verwirklicht haben, dann kommen wir eben zur Meditation. So this view and meditation is very, very subtle and very profound. It means like shamatha, and the vipassana and shamatha meditation kind of like a unit practice, right? Sort of like unit practice. Therefore, very subtle and profound. Und hier die Sichtweise und Meditation sind etwas sehr Subtiles und gleichzeitig sehr Tiefgründiges. Das heißt, hier geht es eigentlich um Shamatha und Vipassana in Einheit. Das heißt, wir praktizieren sie als Einheit und das ist schon eine sehr subtile Ebene. Right. So here the Milarepa song, the teaching here. When meditation is clear like a river flow, right? This means he meditated through understanding the profound view, then he applied the meditation. Meditation is really, he can rest and relax uninterruptedly. Therefore, river flow, like a river, like river Ganga. Und hier heißt es eben in Milarepas Lied, dass wenn Meditation wie ein klarer, leichter, hinfließender Fluss ist. Das heißt, hier ist der Ansatz, dass wir zuerst eben die Sichtweise erkennen oder verwirklichen und dann basierend darauf die Meditation anwenden. Und wenn wir das so machen, dann wird es uns möglich sein, dass wir ganz einfach ruhen und entspannen, ununterbrochen. Und dieses Ununterbrochene wird eben dann hier in dem Vers ausgedrückt, dass es eben dann wie ein klarer, leicht dahinfließender Fluss ist, wie der Fluss Ganges. So this is very profound. So I would like to say some story background, right? So about the meditation, Milarepa, he did something, a negative deed or negative action, as you all know about the history of the Milarepa. Then Milarepa, after that Milarepa, he met the Marpa, his teacher, and then Marpa gave to him very, very hardship. The seven different hardship give to him for purify the negative karma. Und um ein bisschen jetzt noch die Geschichte zu erzählen, ihr alle kennt ja sicherlich Milarepas Lebensgeschichte auch ein bisschen. Er hat Milarepa eben früher sehr negative Taten begangen, bis er dann seinen Schüler, seinen Lehrer Marpa getroffen hat. Und Marpa hat ihn dann vor 7 ganz schwere Aufgaben erstellt. Then after that he purified the negative karma almost. Maybe 75%, not 100%. So then after that, you know, he, anyway, so after seven time hardship gave to him, and after that, you know, Milarepa, whatever really hardship, he never give up, and he respect with his teacher, the Marpa,
and devotion, never change his devotion and his competence and so on and so forth. And therefore, after that, then Marba give instruction, Dharma the instruction for the meditation, and also give to transform to him, transform, right? Transmission or transform? And transmission, yes. Mm-hmm. So to all the Marba, whatever he received from his teacher, Naropa, and he give all the transmission to Milarepa. Then after that, Milarepa went to solitude retreat, mm-hmm. the meditation in the mm-hmm. in the cave, right? Rocky Mountain, mm-hmm. cave in the Rock Mountain. Und durch diese schwierigen Aufgaben, die er Milarepa eben gestellt hatte, hat Milarepa sein negatives Karma gereinigt. Und er hat ungefähr 75% all seines negativen Karmas gereinigt, aber eben noch nicht alles. Es war noch nicht 100% gereinigt. Und nach all diesen schwierigen Aufgaben, die er ihm gestellt hatte, hat Milarepa tatsächlich, egal was auch immer ihm dann begegnete, er hat nie aufgegeben und er hat auch nie seinen Respekt vor seinem Lehrer verloren. Er hatte wirklich Hingabe, die unwandelbar war. Und so hat Martha ihm dann eben auch Anweisungen gegeben für Meditation und er hat ihm Übertragungen gegeben. Das heißt, Martha hat all das, was er selbst von seinem Lehrer Naropa gelernt hatte, dann an Milarepa weitergegeben. Und dann ist Milarepa losgezogen, um ein Einzelretreat in einer Höhle zu machen. Ja. So, then Milarepa did meditate until 11 years meditation. That it is said when he trained the meditation, and the meditation like a butter lamb, right? Mm-hmm. Butter lamb, like butter lamb glass, what we'll say. Like a glass of butter lamb, mm-hmm. he put on the his head, right? Mm-hmm. Until butter lamb is the end, till then he never break mm-hmm. on meditation. Mm-hmm. Okay, mm-hmm. never interrupted mm-hmm. until become fully end the butter lamb. Mm-hmm. Till then he meditated. He trained the meditation mm-hmm. culture. And he never break. Und so heißt es eben, dass Milarepa dann in dieser Höhle meditiert hat und dass er insgesamt dort 11 Jahre auch war und sich so in Meditation geschult hat. Und das heißt eben, dass er es gemacht hat, indem er vielleicht ein Glas oder eine Art Gefäß mit einer Butterlampe auf seinen Kopf gestellt hat und so lange meditiert hat, bis sozusagen diese Butterlampe komplett ausgebrannt war. Das heißt, er hat ohne Unterbrechung die ganze Zeit meditiert, bis sozusagen diese Butterlampe ganz ausgebrannt war. Er hat vorher nicht aufgehört. Right? So therefore, the word Milarepa here mentioned that, right? When meditation is clear light, meditation is profound union, shamatha and vipassana meditation is like a luminous and clear light, mm-hmm. clear light mind. Mm-hmm. It's clear light mind meditation is continue non-distracted, level of non-distracted. Mm-hmm. Therefore, give example is like river, right? Mm-hmm. Continue. Und hier heißt es ja auch, hier ist die Rede von klarem und leichter hinfließend. Das heißt, dieses klare und leichte deutet eben auf die Einheit von Shamatha und Vipassana hin. Dass er eben Shamatha und Vipassana in Einheit praktiziert hat und dass eben dies zu dieser Klarheit und zu auch diesem klaren leichten Geist führt und dass eben diese Meditation dann eben auch ununterbrochen war. Und das Beispiel dafür ist eben dann dieser dahinfließende Fluss. Ja, like a river, like a Rhine river in Deutschland. Mhm. So wie der Rhein eben in Deutschland. So therefore, for him, there is no need to confine to section and break, mm-hmm. right?
Und deshalb ist es eben für ihn dann auch nicht notwendig, dass er diese Meditation irgendwie unterteilt in Sitzung und Pause. So therefore, you know, so I don't drive my meditation into session and break. I have a meditator and a meditated or object completely gone. Mm-hmm. It's been refined until they are gone. Mm-hmm. Und daher heißt es eben, also wir meditieren dann, ohne dass es Sitzungen und Pausen gibt. Und dadurch ist dann der Meditierende und auch das Meditationsobjekt eben sozusagen, lösen sich dann auf oder sind verfeinert, bis sie sich aufgelöst haben. Right. So this hard bone of meditation, it bit quite well. So hard bone means gomba nyingru sanichung in Tibetan. Nyingru is actually the joyful perseverance. Mm-hmm. Right? So, joyful perseverance of meditation, it really excellent, right? Become mm-hmm. excellent. Mm-hmm. Its meditation has become quite well, mean, mm-hmm. a bit quite well, mean, meditation, meditation is excellent, become excellent. Und wenn es dann in der letzten Zeile heißt, dass dieses Herz der Meditation, was damit gemeint ist mit diesem Herz, ist, dass es hier eben um eine freudige Ausdauer in der Meditation geht. Dass jemand eben mit Freude dabei ist und eben diese freudige Ausdauer in der Meditation hat und dass das eben besonders hervorragend oder wunderbar ist. Ja, so this is, he meditated with really diligently and a joyful diligent and diligently and joyful perseverance. Mm-hmm. Therefore, he realized the one to really what is the one to true nature of mind, you know, the really subtle and profound meditation. Mm-hmm. Therefore, for him, excellent. Mm-hmm. Und so hat er eben sehr sorgfältig meditiert und eben war mit dieser freudigen Anstrengung auch dabei. Und so hat dann Milarepa eben die Natur seines eigenen Geistes verwirklicht durch diese tiefgründige und auch subtile Form der Meditation. Okay, so this is a very subtle meditation, that what Milarepa he realized, the view and meditation. So this meditation, to reach this level of the profound this meditation, we need to before we need to really little bit how to say we train about the process, right? We need to go through the process. Mm-hmm. We need some subtle process or sequence. Mm-hmm. For our beginning level, we cannot reach like this level immediately. And so hat eben Milarepa dann wirklich die Meditation und auch die Sichtweise verwirklicht. Aber für uns, damit wir solch eine tiefgründige Meditation verwirklichen können, müssen wir uns eben schulen, indem wir einen Prozess durchlaufen oder auch eine Abfolge, eine stufenweise Weg durchlaufen. Denn ansonsten ist das für Anfänger direkt nicht möglich. So, the what Milarepa done also, right, to train. First, we train the some basic, right? Mm-hmm. Need to play basic, how to call the process to reach this level. Mm-hmm. And first process is we want to understand about the basic, how to say, sources, right? Basic source of what? I mean, basic suitable base. Oh, awesome. You know? Mm-hmm. So we have to enter the meditation. Before you apply the meditation, you need to something really the basic sources mm-hmm. or, you know, suitable base. Und so hat eben auch Milarepa angefangen,
sich halt langsam in Meditation zu schulen. Und auch deshalb müssen wir diesen Prozess so durchlaufen. Und das Erste, was wir dafür brauchen, ist tatsächlich eine Grundlage, eine Basis dafür. Das heißt, wir müssen eben auch erstmal verstehen, was ist diese Grundlage dafür? Wir müssen wie zu einer selber vielleicht wie zu einer geeigneten Grundlage für diese Meditation werden, bevor wir also überhaupt in die Meditation so eintreten können. Right. So therefore, for the process we have to learn, first the aspect is so-called, we need to really discipline, self-discipline. Und das Erste, was wir eben brauchen, ist auch Disziplin. Wir müssen selber Disziplin entwickeln. Yeah. The right meditation is to become, how to say, to basic sources. We need a good discipline, self-discipline. And discipline is the one of the suitable base for all the wholesome action. Und für die richtige Meditation brauchen wir eben diese Grundlage und die eben auch in Selbstdisziplin besteht. Und diese Form von Disziplin, von Selbstdisziplin ist tatsächlich auch eine geeignete Grundlage für alle heilsamen Handlungen. Ja, so this is the discipline that discipline means not something making rule or something, but self, you know, to apply the right discipline we need. Und es ist hier wichtig, bei Disziplin eben zu verstehen, dass es hier nicht nur um Regeln und Gesetze sozusagen geht, sondern dass wir einfach selber die rechte Disziplin anwenden. So we have to, we understand, we need to understand that what is the definition of the discipline, right? Discipline is the one of the basic, how does one of the ground for all positive quality is, you know, through the discipline, morality. Und hier ist es eben wichtig zu verstehen, dass Disziplin eben eine der wichtigsten Grundlagen ist, tatsächlich für alle positiven Qualitäten. Kann eben auch sagen, sozusagen die Grundlage in der Form von der Moral. Yes, this basic, you know, the wholesome and positive quality, it can make, you know, yourself and other is what called the non-violence, level of the non-violence, right? Keep, become more respect to self and to other. Und diese heilsamen oder auch positiven Qualitäten führen eben auch dazu zu einer Art Gewaltlosigkeit in Bezug auf selbst und andere und führt eben auch dazu, dass wir größeren Respekt vor selbst und anderen haben. Right. So sometimes it takes, as I said, discipline is like a 2 feet, right? If you have a 2 feet as a right, then you can go freely, right? And same like basic example, same like that. Discipline is like that, right? Und es wird manchmal auch dass der Vergleich gezogen, dass Disziplin so ungefähr ist, als wenn wir eben 2 Beine oder Füße haben. Denn wenn wir 2 Füße haben, dann können wir uns eben frei bewegen. Und genauso, wenn wir Disziplin haben, können wir das genauso. Okay, so discipline is important, but for also the for spiritual, the meditation practice and for our everyday life. So it's self-discipline is important. That's the call. That's the number one. Und Disziplin ist also wichtig. Es ist einmal für unsere spirituelle Meditationspraxis wichtig, aber eben auch für unseren Alltag, für das alltägliche Leben. Dafür ist diese Selbstdisziplin sehr wichtig. Okay. Then study and contemplate. Contemplation. The study about the meditation. And contemplate is also second sources to become your meditation skill. Und der nächste Schritt dann ist eben das Studieren und auch das Kontemplieren über Meditation. Das heißt, das ist die nächste Quelle für die Entwicklung unserer Meditation. Okay, so you have a right, you know, study or listening Dharma,
study and right contemplating this truth, this too is bring you, how to say, free, make you free from the uncertainty for your meditation and doubt, right? Doubt. Doubt for the meditation. Und das sozusagen rechte Studium oder auch das Zuhören von Belehrung, von Dharma-Belehrung und dann das anschließende Kontemplieren und Nachdenken, Reflektieren darüber, das führt dazu, dass wir frei werden von irgendwelchen Zweifeln in Bezug auf Meditation. So uncertain, right? Mm-hmm. Uncertainty and doubt. Mm-hmm. Frei von Unsicherheit. Clear, free. Zweifel. Then you can apply easily to meditate. Und dann können wir eben sehr einfach die Meditation auch anwenden. Ja, so these are the sources to apply the meditation. Mm-hmm. And etc. You know, etc. Also less desire and also self-contentment. Mm-hmm. These are very important. Mm-hmm. Und diese beiden, was wir gerade besprochen haben, das sind eben einige Quellen oder auch die Grundlagen, auf der wir dann die Meditation anwenden können. Und zusätzlich dazu ist es eben auch unterstützend, wenn wir weniger Begierden oder Verlangen haben und auch wenn wir zufrieden sind. Right. And, you know, the right, good atmosphere, right? All those things, and the many different, all those things, right, we need. People to apply the meditation. Und wir brauchen auch noch sowas wie die richtige Atmosphäre oder Umgebung. Das ist auch etwas, was wir brauchen, bevor wir Meditation anwenden. Peaceful environment and so forth and so on. Eine friedvolle Umgebung zum Beispiel. So these are the important one for post process that we need this, you know. Und das ist eben wichtig, sozusagen, dass wir das haben für diesen Prozess, der uns zur Meditation führt. Ja, then secondly, we have to really say, second process, we have to look, understanding, to we need to understand about the meditation, what is the really, how to say, what is the really defect for the meditation, right? What is effect of meditation? Defect or what called? Defect. Or a fault. Fault. Oh. Fault or defect or interrupted. Mm-hmm. Right? Interrupt. Mm-hmm. What is really interrupted? Mm-hmm. You know, we have to understand this interrupted. It's called five interrupted and to remedy, to apply the remedy. Mm-hmm. For meditation point of view and eight remedy. Mm-hmm. And these are very important. That's the one we need to go before to really reach the what Milarepa, a level of the Milarepa meditation here in Mount Meditation. Und als zweites müssen wir eben auch sehen, erkennen oder auch verstehen, was eben die Hindernisse für Meditation sind oder was dazu führt, dass Meditation eben nicht entsteht oder unterbrochen wird. Und da wird allgemein von den 5 Hindernissen und den 8 Gegenmitteln gesprochen. Das heißt, auch das müssen wir verstehen lernen, um letztendlich Milarepas Level von Meditation erreichen zu können. Okay. So. 5 defect or hindrance is better, yeah, to translate. five hindrance. So, first hindrance is lelo. Mm-hmm. It's laziness. Mm-hmm. Laziness is the first hindrance. Mm-hmm. And von den 5 Hindernissen, das erste ist die Faulheit. So, lazy, we all know, right? The lazy is when one who has a lazy cannot apply the meditation, and lazy cannot develop the meditation, and lazy cannot develop for our everyday life also, right? So therefore, laziness is one of the hindrances here, the meditation.
Und das erste, Faulheit, das kennen wir sicherlich irgendwie alle. Und wenn wir faul sind, dann gelingt es uns ja noch nicht mal, Meditation anzuwenden. Das heißt, wenn wir faul sind, können wir Meditation auch nicht weiterentwickeln. Und das gilt eben nicht nur auch auf Meditation bezogen, sondern allgemein, wenn wir faul sind, wird es uns auch nicht gelangen, sonst etwas in unserem Leben voranzubringen. So this laziness is also many different aspects of laziness, right? But Shantideva and Bodhisattva, our Dharma mentioned the three different kind of laziness. And also Jewel Animal Liberation also mentioned about three different kind of laziness, right? Und in Bezug auf Faulheit gibt es verschiedene Aspekte auch davon. Und Shantideva in seinem Bodhicharya Avatara und auch im Juwelenschmuck der Befreiung wird von drei verschiedenen Aspekten von Faulheit gesprochen. So this is the opposite of the diligence or joyful perseverance, right? Und Faulheit ist eben genau das Gegenteil von freudiger Ausdauer und Anstrengung. So now here, this lazy is always something in one way. Want to meditation, and then when the time is come to want to do meditation, but we sometimes very easily to excuse, right? Mm-hmm. Und Faulheit in Bezug auf Meditation heißt eben, dass wir vielleicht ja wirklich meditieren wollen, aber wann immer wir dann meditieren wollen, dann haben wir irgendwelche Ausreden, die uns einfallen. So we are too much involved with the neutral things. Mm-hmm. Just neutral things or cold. Yeah. Und das Problem ist eben dann, dass wir uns zu sehr mit auch neutralen Dingen beschäftigen. Yeah. So when meditation actually you want to learn meditation and you commitment with every day 1 hour I want to do meditation or half an hour I want to do meditation. Mm-hmm. But when meditation is a start, time is come, but you excuse, right? Oh, sometime today I want so tired, so I will do tomorrow. And again, want to start tomorrow, then, oh, tomorrow, and then come, oh, I have determined something, you know? So something kind of like this example, right? This always happens sometimes. Wenn wir Meditation eben lernen wollen, dann sozusagen entschließen wir uns vielleicht am Anfang, dass wir jeden Tag eine Stunde meditieren wollen oder jeden Tag eine halbe Stunde meditieren wollen. Aber wenn dann die Zeit für Meditation kommt, dann haben wir immer irgendwelche Ausreden. Einmal denken wir dann, oh, heute bin ich zu müde, ich mache es morgen, und morgen schieben wir es dann wieder auf den nächsten Tag und dann fällt uns halt ein, dass wir irgendwelche Termine haben. And then third come and then, oh, I cannot meditation because meditation is not for me, right? It's so hard to do. It's very difficult. Und dann führt das auch irgendwann dazu, dass wir denken, oh, dass wir selber gar nicht meditieren können, dass wir denken, Meditation ist nichts für mich, das ist einfach so schwierig. I'm not good enough for meditation. The meditation is not for me. Then you give up. Then you never how to stop like the meditation. That's the hindrance. Und dann denken wir eben auch, wir sind nicht gut genug oder Meditation ist nichts für uns und dann geben wir es eines Tages ganz auf. Das heißt, wir kommen tatsächlich nie dazu, wirklich zu meditieren und das ist eben hier dann auch das erste Hindernis. Okay, so always interrupt this for meditation, something, right? So our everyday life is always something occupied, something. I have experienced also, but nevertheless, we have to try, right? Mm-hmm. Even 10 minutes. Und auch in unserem Alltag ist es eben tatsächlich so, dass wir immer irgendwie sehr beschäftigt sind mit anderen Dingen. Lama sagt, das weiß er selbst auch aus eigener Erfahrung. Aber wir sollten es zumindest versuchen, auch wenn es nur 10 Minuten sind. Yeah. So if we, you know, don't apply, and then always then our, how to say, the habit, mm-hmm. it become habit. Mm-hmm. Habitual, oder? Habit. Mm-hmm. Habitual. This, mm-hmm. Yeah, this habitual. So habitual is go, then we never start a meditation. So therefore, we have to change this and we need to really apply the diligent, right? Mm-hmm. So therefore, we have to
how to say to apply the meditation. Then apply the meditation, then we need to remedy for that, right? Mm-hmm. How to really, this hindrance is how to really move, right? Mm-hmm. Give up to avoid this those kind of laziness, the hindrance. Und wenn wir das Dhoni wirklich anwenden oder tun, dann wird das letztendlich auch zu einer Gewohnheit und dann fangen wir tatsächlich letztendlich nie an, wirklich zu meditieren. Und da ist es wichtig, dass wir das eben ändern, dass wir auch uns dann wirklich anstrengen. Und da ist dann eben wirklich die Frage, dass, was ist dann genau das Gegenmittel für dieses Hindernis der Faulheit? Ja, yeah, so therefore we have to apply the remedy. The antidote. Mm-hmm. So there is a four different aspect of antidote here. Mm-hmm. One is the competence or faith full to your meditation, to understanding the benefit of meditation. Because we all need that our mind is calm, peace. We all searching, right, to peace. So through that way, the meditation we have to apply for competence is bring your meditation is broken. You remove the lazy. Und dann geht es eben hier darum, diese Gegenmittel anzuwenden. Und bei Faulheit gibt es eben insgesamt vier Gegenmittel, die wir da anwenden können. Und das erste ist das von Vertrauen. Vertrauen oder auch vielleicht eine Art Zuversicht da drin. Und es geht halt hier darum, dass wir zum Beispiel erstmal erkennen, was sind eigentlich die Vorteile von Meditation. Denn wir alle möchten ja einen ruhigen und friedlichen Geist haben. Das ist ja eben das, wonach wir alle suchen. Und deshalb müssen wir eben dieses Vertrauen anwenden als Gegenmittel oder als erstes Gegenmittel gegen Faulheit. Right. So, this is the number four. And second remedy for lazy. Is for you have to really apply, give really interest, right? Mm-hmm. Interest mm-hmm. or really feel inspiring for mm-hmm. meditation. Mm-hmm. Und das zweite Gegenmittel gegen Faulheit hier auf dieser Ebene ist ein wirkliches Interesse zu haben oder wirklich inspiriert zu sein. And then number third, and then really appreciation. Mm-hmm. Of the meditation practice. Und dann als nächstes eben auch eine wirkliche Wertschätzung der Meditationspraxis. Okay, and then number fourth is called solva, mean to really make effort. Mm-hmm. Und das vierte Gegenmittel ist dann wirklich ist ein richtiges Bemühen daran. So this is a number third one, yeah? Das ist das Remedy. Dritte. Yeah. Yeah. Sorry, das okay. ist das Dritte. Mm-hmm. Mm-hmm. And number fourth is called, how to say, to in English, the work ability mm-hmm. of body and mind. Mm-hmm. It's called Xinjiang. No? Mm-hmm. Ru Xinjiang, mm-hmm. same Xinjiang. Mm-hmm. This means body, physical, and mentally, they need to train, right? Mm-hmm. To train, try to train. First of all, in English, translate is workability or playability mm-hmm. of body mm-hmm. and mind. Und dann das vierte Gegenmittel gegen Faulheit ist hier eine Art Geschmeidigkeit oder auch Flexibilität von Körper und Geist. Das heißt, wo wir wirklich versuchen, mit Körper und mm-hmm. Geist eben zu arbeiten, um es irgendwie flexibel oder geschmeidig zu machen. Ja, yeah, so this four aspect is the remedy of laziness, right? To apply this four aspect to remove your hindrance, first hindrance of laziness. Und diese vier Aspekte, die wir genannt haben, das sind eben die Gegenmittel gegen die Faulheit, die wir also anwenden können, um dieses erste Hindernis zu überwinden. Yes. So this method also you can integrate or you can confine to your everyday life.
Und diese Methode können wir eben auch entweder integrieren oder auch in unserem Alltag, im täglichen Leben anwenden. And everyday life, we need to read it, we need a job, we have to go to job, we need to train about the job, we need to study. For everyday life, also busy, right? But we need to really apply for this method, not going lazy. Und eben auch in unserem normalen Leben, da arbeiten wir ja oder wir müssen etwas lernen oder studieren. Das heißt, wir sind auch sehr beschäftigt üblicherweise. Und da können oder müssen wir eben auch dieses anwenden, damit wir eben nicht faul werden. Right? So these things are important. Then the second hindrance or interruption is forgetfulness. Und das zweite Hindernis ist Vergesslichkeit. Right. So what is forgetfulness? You really, you know, you hear so many teaching, you study so many teaching, you read a lot of textbook, right? But you never keep in your mind. So always forget the instruction. Und was heißt oder worauf bezieht sich Vergesslichkeit hier? Das bezieht sich eben auf die Anweisung. Das heißt, wir haben viele Belehrungen gehört, wir haben vielleicht viele Bücher gelesen und sehr viel studiert, aber es ist uns nicht gelungen, das wirklich im Geist zu halten. Das heißt, wir vergessen sozusagen hier die Anweisung. So, this forgetfulness is one of the hindrances, right? So, you know, when we meditate, you have heard that meditation instruction. For example, when you meditate, and during meditation, not too tight, not too loose, you know, rest, relax. Very, how to say, your mind bring natural settling, the peace, and relax your mind. That's the instruction, right? But we forget. Und eben die, was hier mit Vergesslichkeit gemeint ist, zum Beispiel, wenn wir meditieren, dann haben wir ja schon Meditationsanweisungen gehört. Wir haben zum Beispiel gehört, dass wir nicht zu angespannt, aber auch nicht zu locker sein sollten und dass wir entspannt ruhen sollten, dass wir ganz natürlich ruhen sollten, dass wir friedlich ruhen können, ganz entspannt sein können. Aber dann vergessen wir diese Anweisungen wieder. Ja, so for especially the Mahamudra meditation aspect, I always repeat the three different point or meaning aspect, right? First, settling your mind, and secondly, is rest or non-fabrication, and third one is rest and relax or loose asana. But this three point is the instruction. Und Lama hat ja auch schon öfter über Mahamudra gesprochen und da wiederholt er immer diese drei Aspekte in Bezug auf Mahamudra-Meditation. Das erste ist eben, dass wir unseren Geist ganz natürlich ruhen lassen. Das zweite ist, dass wir dann nicht fabriziert ruhen. Und das dritte ist, dass wir dann eben ganz entspannt loslassen. You know, so Tibetan is called Rangbab. First is Rangbab. And second is Majupa. And third is Lepa. Do you understand Tibetan words? Yeah. So these three points. Also nochmal, das sind einfach nochmal die tibetischen Begriffe für diese drei. Und das erste, den Begriff habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ist eben Rangbab. Und das heißt eben dieses ganz Natürliche sozusagen einfach ruhen lassen. Und dann das zweite ist eben das Nicht-Fabrizieren und das dritte eben ganz entspannt, also ganz natürlich einfach dieses Loslassen können. Ja, yeah, this is the instruction. So please don't forget. Und diese Anweisung sollten wir nicht vergessen. So, forgetfulness, you know. So forgetfulness is the always we forget this, whatever we learn something. But we never keep in your mind. So therefore, the remedy, we need to apply the antidote. So antidote is the mindfulness. Right?
Und das heißt hier, die Vergesslichkeit bezieht sich eben darauf, dass wir die Anweisungen vergessen oder dass wir das Gelernte vergessen und nicht sozusagen im Kopf behalten. Und hier müssen wir eben das Gegenmittel anwenden und das Gegenmittel ist das der Achtsamkeit. So therefore very important. So therefore be attention and be mindfulness. Through that way, to remove the hindrance, second hindrance is forgetfulness. Und dadurch, dass wir dann eben aufmerksam und achtsam sind, dadurch können wir dann dieses zweite Hindernis, dass wir die Anweisungen vergessen, überwinden. So therefore very important to mindfulness, you know, for everyday, for our everyday life also. Und Achtsamkeit ist eben auch für unseren ganz normalen Alltag sehr wichtig. So we taught attention or mindfulness, then Shantideva say, this is damage port. Damage port? Port mean like example. Let's for example like a glass, steel glass. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Port. Because steel glass bottom is a damage. Oh, awesome. Port. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. If you put on the water, mm-hmm. but water is all run out. Mm-hmm. Mm-hmm. Never fill water mm-hmm. in the glass cup, steel mm-hmm. cup. So same like that. Mm-hmm. If we no attention or mindfulness, we all forgetfulness, right? Mm-hmm. And this is the like we cannot keep in all what is the meaning, right? Mm-hmm. All those things. Mm-hmm. So therefore, this is the example. Mm-hmm. Shantideva said. Und ohne Achtsamkeit oder diese Aufmerksamkeit, wie wir dann dabei sind, da bringt eben Shantideva das Beispiel, das viele von euch vielleicht schon mal gehört haben, dass wir vielleicht wie ein Glas oder ein Gefäß sind, wo unten im Boden ein Loch ist oder ein Riss ist. Das heißt, egal wie viel Wasser wir auch immer da hineingießen, dieses Wasser wird einfach unten wieder hinausfließen und wir werden nicht in der Lage sein, das in dem Gefäß zu halten. Und genauso heißt es eben hier, dass ohne Achtsamkeit werden wir eben auch nicht in der Lage sein, diese Bedeutung wirklich dann zu behalten. Okay, so this is the best antidote, right? Mindfulness and be carefulness and be attention. Und deshalb ist Achtsamkeit und diese Aufmerksamkeit oder diese Sorgfalt, das ist eben dann hier das Gegenmittel. And these things are same our everyday life. Therefore, their life, we need this. It's very important. Und auch im normalen alltäglichen Leben brauchen wir all diese Dinge. Die sind wichtig. So, therefore, Dharma in everyday life is always to combine. It's good. Und deshalb ist es eben wirklich auch gut, wenn wir Dharma und unser alltägliches Leben wirklich miteinander in Verbindung bringen. Yeah. So, through the understanding, right? Way of understanding. Mm-hmm. So that second hindrance. So third hindrance is mental dullness mm-hmm. is the one hindrance mm-hmm. for shamatha meditation. Mm-hmm. And shamatha and vipassana meditation, right? So mm-hmm. The third hindrance is mental dullness or drowsy or sleepiness mm-hmm. and agitate, mm-hmm. mental agitation. These two hindrances. Und das dritte Hindernis besteht hier tatsächlich genau genommen eigentlich aus zweien. Und zwar sind unter dem dritten Hindernis die geistige Dumpfheit oder Schläfrigkeit und eben auch die geistige Erregtheit oder Bewegtheit des Geistes zusammengefasst, die eben Hindernisse für Shamatha und Vipassana darstellen. Right. So, and he said also, the mental agitate and sort of regret also, right? Regret mean what do you call? I forget it. Words.
you know, something kind of like guilty, right? Sort of sitting. Guilty. Mm-hmm. You repeat all the again and again what happened before, you know, all those things is also hindrance. So therefore, this man is a mental agitated is main hindrance for shamatha meditation, calm abiding meditation. Und wenn wir hier über geistige Erregtheit sozusagen sprechen, wenn wir zum Beispiel oft haben wir in unserem Kopf dann entweder Bedauern oder wir fühlen uns schuldig für etwas. Das heißt, im Geiste gehen wir immer sozusagen wieder durch etwas, was schon passiert ist und wir fühlen uns deshalb vielleicht schlecht. Und das wird eben hier zu einem Hindernis. Diese geistige Erregtheit, Beschäftigung damit wird eben hier zu einem Hindernis für die Shamatha-Meditation. And mental dullness is main hindrance for Vipassana meditation. Und die geistige Dumpfheit oder Schläfrigkeit, das ist eben das hauptsächliche Hindernis für Vipassana Meditation. Right? So therefore this hindrance we have really avoid or remove. Und deshalb müssen wir diese Hindernisse eben wirklich loswerden oder überwinden. So how do you remove? We need to antidote. So we have the apply antidote is called Sheshin. In Tibetan called Sheshin. Sheshin means to, there's a lot of different translators, right? Alert to alertness or vigilance or watchfulness. So this is very important to really watchfulness. Und dann ist auch hier eben die Frage, wie machen wir das? Wie können wir dieses Hindernis überwinden? Und auch hier müssen wir wieder ein Gegenmittel anwenden. Und das Gegenmittel hier, und zwar ist das im Tibetischen, dafür gibt es im Englischen sowie im Deutschen für dieses Wort manchmal unterschiedliche Begrifflichkeiten. Ich übersetze es immer mit Wachsamkeit, um es eben auch von der Achtsamkeit abzutrennen, weil manchmal wird tatsächlich auch dieses Wort dann wieder mit Achtsamkeit übersetzt, was aber nicht das eigentliche Wort für Achtsamkeit im Tibetischen ist. Also hier das sechste insgesamt wäre hier dann die Wachsamkeit als Gegenmittel hier. Right? By watchfulness or vigilance, you have to realize this hindrance, not to overcome, you know, the mental dullness and mental agitation. Und mit dieser Wachsamkeit können wir eben dann tatsächlich es erstmal erkennen und dann eben auch dieses Hindernis der geistigen Dumpfheit und auch Erregtheit überwinden. So, vigilance is a very important subject, right? Und diese Wachsamkeit ist eben auch ein sehr wichtiges Thema. And the Shantideva, the Bodhicharya Avatara. The fifth chapter is all about this, to how to really, to train, how to reply for this, you know, mindfulness and the vigilance or watchfulness. Und in Shantidevas fünften Kapitel, da spricht er eben sehr viel darüber. Da geht es einmal um die Achtsamkeit, aber eben auch insbesondere um die Wachsamkeit. If you have a Shantideva text, you can read. I think you can understand very precisely Und wenn ihr Shantidevas Text habt, dann könnt ihr das lesen und dann könnt ihr das sehr im Detail auch verstehen können. So therefore this mean is, you know, is called Shantideva is sort of the definition of vigilance or watchfulness is in Tibetan called Lüdang Semji Negab La. Lüdang Semji Negab La Yangdang Yangdu Dakjeba. 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 Dingi konan donan sheshin sungbi tingi dos, and Shantideva said. The briefly translated here, first this examination of the physical and the mental state, right? To need to example. What is my mind is go the direction, right? What is the direction? If you let direction of
the mental dullness or agitated, oh, this is not right things. Mm-hmm. This is not right, not right direction. This is the hindrance for meditate, right? Mm-hmm. So this aware by alertness or, you know, watchfulness mean like that, you know, state. Mm-hmm. So then precisely to watching with vigilance, what your mind is, mm-hmm. you know, involved, mm-hmm. the right direction or the wrong direction, to aware mm-hmm. or to vigilant. Then through that way, you have an antidote. That's the one antidote. You mm-hmm. bring your mind is the right direction. Mm-hmm. Und was ist hier eben dann mit dieser, oder was ist die Definition von Wachsamkeit? Und da heißt es eben, dass wir hier wirklich untersuchen, was eigentlich der Zustand einmal auf der körperlichen Ebene ist, aber insbesondere eben auf der geistigen Ebene. Das heißt, in welche Richtung befindet sich unser Geist gerade in diesem Moment? Geht er eher in Richtung Dumpfheit? Geht er eher in Richtung Erregtheit? Und dann erkennen wir eben, oh, beide sind tatsächlich nur Hindernisse für unsere Meditation. Das heißt, Wachsamkeit heißt hier, dass wir einfach wahrnehmen, sozusagen, in welchem Zustand unser Geist ist und was sich dort abspielt. Und dann können wir eben auch ihn sozusagen wieder in eine richtige Richtung lenken. Okay, so we so antidote. So this is, you know, mindfulness is antidote number 5, mm-hmm. and watchfulness or vigilance is number 6. Mm-hmm. Und das ist das fünfte der 8 Gegenmittel, das ist die Achtsamkeit, und das sechste der 8 Gegenmittel ist Wachsamkeit. And then number 4 is hindrance is misolwa. Misolwa mm-hmm. mean not effort. Mm-hmm. Not try to really apply, how do you say, to antidote mm-hmm. when those kind of hindrances come, mm-hmm. arise. Mm-hmm. Right? Und das vierte der 5 Hindernisse ist sozusagen die Nichtanwendung der Gegenmittel. Das heißt, dass wir uns nicht wirklich anstrengen, ein Gegenmittel anzuwenden, wenn dort eben so ein Hindernis auftaucht. You know, then you never going proper meditation because you never apply to antidote. So therefore, this is the fourth hindrance. So you have to apply the hindrance. All the hindrances arise. We have to apply the antidote. And antidote, how to say? And it's a apply to applying the appropriate antidote. Mm-hmm. Und wenn wir eben dann hier kein Gegenmittel anwenden, dann werden wir auch nie wirklich in der richtigen Meditation, werden wir das nie tun können, weil wir eben dann wenn wir eben kein Gegenmittel anwenden. Das heißt, was müssen wir dann tun? Das heißt, hier geht es eben darum, dass wir das Gegenmittel zu dem Hindernis eben anwenden müssen, und zwar das geeignete Gegenmittel zu dem Hindernis. Uh-huh. So you can try applying the really the appropriate antidote, which already talked before, and also you can find yourself how to really be more aware, more open, and how to really more refresh. All those things, right? Mm-hmm. You can find yourself something mm-hmm. natural, you know, to apply to appropriate antidote. Mm-hmm. Wir müssen hier ein geeignetes Gegenmittel anwenden. Und manchmal können wir auch für uns selbst vielleicht herausfinden, was das sein könnte. Einmal müssen wir zum Beispiel aufmerksamer oder bewusster werden, offener sein oder uns vielleicht manchmal einfach wie erfrischen in der Meditation. Das heißt, das können wir selbst auch für uns herausfinden, was da vielleicht ein geeignetes Gegenmittel ist. Right? Not going in mental dullness or something kind of laziness, right? Um eben nicht zum Beispiel in so einer Dumpfheit oder auch Faulheit zu sein. Also, so you need really antidote, right? Without antidote, then you cannot await for those hindrance or interrupted. Und wir brauchen eben wirklich solche Gegenmittel, ansonsten können wir diese Hindernisse nicht vermeiden oder auch nicht überwinden. So number 5 is how to really stay rest with the equanimity. Now, that's the hindrance is if you
true, how to say, apply too much antidote. You can say that. Right? Yeah. My English is not calm, I know. Really, but you know, not if your mind is really calm, it's okay, right? So you don't need to again and again to apply the antidote. And that's too much because you already reach your meditation point. Und das fünfte Hindernis ist eben eine übermäßige Anwendung von Gegenmitteln. Wenn wir zum Beispiel unser Geist in Meditation schon sehr ruhig und sozusagen in einer Art Gleichmut verweilt und wir dann trotzdem noch ein Gegenmittel anwenden, dann ist das eben die übermäßige Anwendung von Gegenmitteln. So therefore, then you reach the real meditation. It's called equanimity. The remedy is equanimity. Und das Gegenmittel dazu, sozusagen zu dieser übermäßigen Anwendung von Gegenmittel, ist eben, dass wir in diesem Gleichmut ruhen. Right? Equanimity. You know? There's a, how to say, level of non-thoughts. Und mit diesem Gleichmut ist eben auch eine Ebene, sozusagen jenseits von Gedankengeneid. You know, good feeling, bad feeling, or neutral feeling. Yeah, it's not like that. It's completely whatever, you know, good or bad or neutral feeling come. But you can, you for your meditation, never, how to say, hindrance or make sort of like obstacle, right? So without obstacle, just be like equanimity. That's called the letting go of the remedy. Und mit Gleichmut hier ist eben gemeint, dass da nicht mehr in dem Sinne positive oder negative Gefühle in dem Sinne existieren, sondern egal, was in unserem Geist erscheint, gute Gefühle, schlechte Gefühle oder neutrale Gefühle, was immer da entsteht, wir ruhen eben in diesem Gleichmut und es wird zu keinem Hindernis mehr zu unserer Meditation. Okay, so this is the, you know, so therefore this is the five hindrances. And eight remedy. So eight remedy, you know, right? Seven, number seven is applying the appropriate antidote. And number eight is how to the equanimity, right? Und das waren eben jetzt die fünf Hindernisse und die acht Gegenmittel. Und nochmal zu den Gegenmitteln. Also das siebte Gegenmittel ist eben die Anwendung von Gegenmitteln. Und das achte Gegenmittel ist eben dieses Ruhen im Gleichmut. Ja, so, and these are two, it's important to understand, to really, to apply the meditation, right? Some other meditation and vipassana meditation. Und das ist eben sehr wichtig zu verstehen und eben auch wichtig, es anzuwenden in Shamatha und Vipassana Meditation. Okay. So, then that process that we need to really then to train our body posture. Und den dritten Punkt, den wir eben brauchen für die Meditation, das ist, dass wir uns in der richtigen Körperhaltung üben. No? So, when the body meditation, body posture is important. So, that's meditation, the body posture is called seven point physical body posture. Und dieses Körperhaltung ist eben für die Meditation sehr wichtig und da wird sehr oft von der sieben Punkten der Körperhaltung gesprochen. Right. So you know all this, you know, and then the process, thought process, and you end meditation. You need a really meditation, comfortable meditation cushion or chair. You need. The first, right? Und die sieben Punkte kennt ihr ja vielleicht auch schon, aber zuerst brauchen wir eben, also entweder sitzen wir auf einem Meditationskissen oder auf einem Stuhl und wir setzen uns eben in eine bequeme Haltung. So, your meditation place, you have to feel really
a bleibt night at nice loving atmosphere. Und wo wir dann eben meditieren, sollten wir eben das Gefühl haben, dass es eine schöne und eine liebende Atmosphäre ist. Then sit meditation cushion. And then you have to start the 7-point body posture. Number 4 is cross the leg, you say. Und dann setzen wir eben so uns in unsere Meditationsecke, zum Beispiel eben auf ein Kissen, und dann wenden wir eben diesen 7 Punkte an. Und der erste Punkt ist eben die gekreuzten Beine. Cross the leg is called, you know, the lotus posture. Mhm. The half lotus posture or full lotus posture. Mhm. Und diese Haltung der gekreuzten Beine, das ist eben auch, wird auch die Lotus-Haltung genannt. Und da gibt es einmal den halben Lotus oder auch den vollen Lotus-Sitz. So, if you have a knee problem, then you can sit on the chair or whatever comfortable place. Und wenn jemand Probleme mit den Knien hat, dann könnt ihr euch eben auf einen Stuhl setzen oder eine Hand, auf was auch immer vor euch bequem ist. So, you can do that. In the Western, it's good to do it. You can do. In the monastery, no chance. Im Westen können wir das eben tun und ist vielleicht auch eben angebracht, aber in einem Kloster, da gibt es ja keine Möglichkeit, sich eben auf einen Stuhl zu setzen. I have the request for the discipline. I have a problem on my hip, so I cannot sit in the cross leg. lotus posture. Mm-hmm. And then finally understand, finally then allowed and to sit on the chair. Und Lama sagt, er selbst hatte eben die Probleme, da er Hüftprobleme hatte, konnte er eben nicht so mit gekreuzten Beinen im Lotussitz sitzen. Und das war eben schwierig. Und letztendlich hat er dann doch endlich die Erlaubnis bekommen, dass er auf einem Stuhl sitzen durfte. Ja, but anyway, like that, okay? So, second posture is Kalsik Dadrasangwa. This means you are back, right? Mm-hmm. Your back spine is really straight up. Und der zweite Punkt der 7 Punkte dieser Körperhaltung ist, dass unser Rücken oder unsere Wirbelsäule aufrecht sein sollte. So if your back is upright, then your whole body is become upright. And it said, if your body is become upright, then your inner channels are become upright. Or channel, right? And if channels become upright, then your breathing also become upright. If your breathing is become upright, then your mind is natural. You can settle naturally, and you can to relax and peace. Und das heißt eben, wenn unser Rücken oder unsere Wirbelsäule aufrecht ist, dann wird wie unser ganzer Körper eben aufrecht sitzen. Und wenn unser ganzer Körper aufrecht ist, dann werden auch unsere Energiekanäle aufrecht sein. Und wenn unsere Energiekanäle aufrecht sind, dann wird eben auch unser Atem sowas wie aufrecht fließen. Und dann wird eben unser Geist ganz natürlich ruhen können. Ja, so your mind is naturally become calm, peace, okay? So this is important. So wird eben unser Geist dann ganz natürlich ruhig und friedvoll. And then third is two hand, right? Below the left hand and right hand, and join the two thumbs, and keep under the below the navel for finger, below the navel. Slightly touch and rest. Und dann der dritte Punkt der Körperhaltung, das sind die beiden Hände, die wir eben so ineinander legen, wie Lama das gerade gezeigt hat. Die linke Hand unten, die rechte leichter drauf und die Daumen berühren sich. Und dann legen wir die sozusagen in den Schoß ab, sodass diese Hände ungefähr 4 Finger breit unter dem Nabel entspannt liegen. Das ist like a Amitabha posture. So wie Amitabha. Sitzt. So this is the one. And the second option, also you can put your two hands, right? And rest on your knee. It's called Bodhisattva posture.
Und die zweite Möglichkeit als Handhaltung ist eben, dass wir unsere Hände einfach auf den Knien ablegen. Und das wird die Bodhisattva-Haltung genannt. So this you can do, which is more comfortable for you. Und da könnt ihr wählen, was auch immer für euch bequemer ist. So then number four is the shoulder, right? Your true shoulder is keep same balance. Mm-hmm. Not too tight, not too loose. It keeps same balance. Mm-hmm. Und der vierte Punkt sind die Schultern, dass eben unsere beiden Schultern sozusagen auf einer Ebene gerade sind und sie sind nicht zu angespannt, zu fest und auch nicht zu locker. You know, this example is like a eagle when flying in the space. Right, mm-hmm. Vulture or eagle, mm-hmm. and their two wing is really keep very same balance and they fly freely. Mm-hmm. Same like this example when we do meditate, and the two shoulder is to keep same balance, not like that, not like that, you know. Mm-hmm. And es wird eben mit einem Adler verglichen, wo der eben seine zwei Flügel hat und mit diesen zwei Flügeln kann er sich eben perfekt in dieser Balance halten. Und genau so sollten unsere beiden Schultern eben auch in einer Balance und Gleichgewicht sein. Then number five is your neck posture. Mm-hmm. So neck posture is called, is that slightly bent. Mm-hmm. You know, your chin is a little bit like bent, like this. Mm-hmm. Und der fünfte Punkt der Körperhaltung, das ist der Nacken. Und dieser Nacken, da ist es so, dass dieser Nacken so ein ganz klein bisschen, wie unser Kinn ganz klein bisschen eingezogen ist oder nach unten. But not like that, you know? Not like that. Nicht so nach vorne gebeugt, auch nicht nach hinten gebeugt. Okay, so this is also important for mind relaxing posture, right? Und das ist eben auch wichtig, damit der Geist sich eben entspannen kann. And then number six is your teeth, your lip is slightly, I mean, mm-hmm. not totally close, but, you know, mm-hmm. space you can breathe out. And then in the, your tongue posture is tongue is slightly touched upper billet. Mm-hmm. Und der sechste Punkt, da ist es, dass ein ganz kleiner Spalt zwischen unseren Zähnen und Lippen ist. Das heißt, die sind nicht fest aufeinander oder aufeinander gepresst. Und die Zunge, unsere Zungenspitze liegt ganz entspannt oben am oberen Gaumen an. Okay. Then number seven. Question number seven is your eye gesture, right? Mm-hmm. It said, you know, not look your top or the tip? Mm, tip of the nose. Mm-hmm. Yeah, tip of the nose, not like mm-hmm. this. Mm-hmm. It's just look like a 8-finger distant from the nostril. Mm-hmm. Just, you know. Und der siebte Punkt ist eben unsere Augen oder die Blickrichtung. Und hier ist wichtig, dass wir, also wenn wir schauen, eben nicht auf unsere Nasenspitze direkt schauen, sondern so ungefähr diese 8 Finger breit, auf einen Punkt 8 Finger breit in Entfernung von der Nasenspitze unsere Aufmerksamkeit. So, eye gesture is, it said half open and half close, or mm-hmm. slightly close or slightly open. Mm-hmm. This is your, you can look, which is more comfortable. Mm-hmm. Und bei diesem Blick heißt es eben, oder in Bezug auf die Augen, dass sie entweder halb offen oder halb geschlossen sind. Oder zumindest leicht offen oder leicht geschlossen, wie auch immer wir das dann sehen wollen. Ja, yeah. So for me is slightly close is easy to my mind is become calm. Mm-hmm. Und Lama sagt, für ihn selbst ist es tatsächlich am hilfreichsten, wenn er die Augen ganz leicht geschlossen hat. Da fällt es am einfachsten, dass sein Geist dann ruhig wird. Yeah. And some people is it's open is easy, they said, mm-hmm. right? So therefore we have to, which is good. No. Für andere Leute wiederum mag es eben einfacher sein, wenn unsere Augen offen sind. Und deshalb muss man einfach oder können wir eben selber für uns probieren, was für uns das Richtige erscheint. So eye sketcher is also very important posture here, right? Your eye and breathing. And mind. Mm-hmm.
these three is each other related very strong, very close related to each other. So your eyes get your opposite is blinking or something too open, and then this cannot bring your mind is relaxed or calm, right? So there, because and then so therefore mind is also distracted easily, right? And then just that then you are breathing also breathing circulation is also not so not going proper. Therefore, mind is going easily distracted. So therefore, eye gesture and breathing and mind is three is related very close. So therefore, eye gesture is important too. Watch 8 finger distant from the nostril, you know. And then you need your shamatha meditation object, right? Which object you have to use. Direct the watch with the object and relax. Focus on the object and then rest and relax. Und die Augen sind eben sehr wichtig, aber auch unsere Atmung und auch unser Geist. Diese drei, also unsere Augen oder unser Blick und die Atmung und der Geist sind sehr eng miteinander verbunden. Wenn unsere Augen zum Beispiel die ganze Zeit blinzeln oder wenn wir die Augen zu offen haben, dann wird es für unseren Geist sehr schwer, wirklich zur Ruhe zu kommen oder einfach ruhig zu werden, sondern wir werden sehr schnell abgelenkt sein. Und auch gleichzeitig, wenn unsere Atmung irgendwie nicht richtig fließt, auch dann wird unser Geist eher dazu neigen, abgelenkt zu sein. Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir unsere Augen oder unser Blick ist sehr wichtig und dass wir eben auf diese 8 Finger breite Entfernung von unserer Nasenspitze schauen. Und mit dieser Haltung und mit diesem Blick nehmen wir dann oder beginnen zum Beispiel die Shamatha-Meditation mit einem Objekt, in dem wir uns auf das Objekt konzentrieren und dann eben damit ruhen. Okay, so this is the 47-point physical body posture. Then you need the mind posture. Mm-hmm. The mind is how to really train to really, you know, rest and relax. Mm-hmm. There are so many methods for shamatha meditation, to come abiding. The shamatha with object, shamatha without object, and essence of shamatha meditation. Mm-hmm. Und das sind eben die 7 Punkte der Körperhaltung, in der wir uns eben dann in der Meditation üben und die auch wirklich dazu führen, dass wir dann eben entspannt ruhen können. Und es gibt in Bezug auf Shamatha eben sehr, sehr viele verschiedene Meditationen. Es gibt eben einmal die Kategorie Shamatha mit Objekt oder Stütze, dann ohne Objekt oder Stütze und dann auch die Essenz Shamatha. Ja, yeah. So the breathing meditation, Shamatha without breathing, right, is very common. So you can breathing meditation, right? You can do breathing meditation. Und zum Beispiel Shamatha auf den Atem oder mit dem Atem ist eine sehr übliche und weit verbreitete Meditation. Die können wir zum Beispiel machen. Okay. So these things are that we need to train, right? Then we train, then our minds and meditation is become more familiar for our calm mind, right? Pamela. Und so müssen wir uns eben dann in der Meditation üben und dann können wir vertraut werden mit unserem ruhigen Geist. Then become more familiar and then you can reach the what the Milarepa meditation here. Und wenn wir so uns dann immer vertrauter und vertrauter machen mit diesem Geist, dann können wir tatsächlich auf den Zustand, wie hier Milarepa meditiert, gelangen. You know. Milarepa spent time until 11th year. I think 11 months. Und Lama sagt auch, Milarepa hat ja sehr lange meditiert. Er hatte vorhin gesagt 11 Jahre, aber eigentlich sind es wohl 11 Monate, aber er hat eben für 11 Monate meditiert. So he trained all like this, those things. And then he reached really the subtle meditation, profound meditation, because of Pamila, with Shamatha meditation, Vipassana meditation, you know. So therefore he reached this very profound meditation. Therefore, here, realization song. When meditate is clear light, river flow, there is no need to confine.
into session and a break. Mhm. Und so hat Milarepa, der eben dann so lange meditiert hat, hat eben dann tatsächlich diese Ebene von einer sehr subtilen und tiefgründigen Meditation erlangt, weil er eben sich vertraut gemacht hat mit Shamatha und Vipassana-Meditation und dann Verwirklichung erlangt hat. Und deshalb heißt es hier dann eben, wenn die Meditation wie ein klarer, im leicht dahinfließender Fluss ist, dann gibt es eben auch keine Notwendigkeit mehr, das in Sitzungen und Pausen einzuteilen. Right, this is the very essence of Shamatha meditation, and it is really rich, the Vipassana meditation as well. So we have no time to cover this, to explain about Shamatha with object, Shamatha with object, right? Mm-hmm. But here, we train through the train to reach this, you know, essence of Shamatha meditation mm-hmm. and Vipassana. Mm-hmm. Und wir haben hier in diesem Kurs jetzt nicht so die Zeit, im Detail über all die verschiedenen Formen von Shamatha, eben mit Objekt, ohne Objekt und so weiter einzugehen. Aber wir schulen uns eben hier, um letztendlich diese Stufe auch der Essenz Shamatha zu erreichen. Okay. So therefore, Milarepa is no need to section, right? Mm-hmm. For 24 hours is meditate for him. Und für Milarepa heißt es eben hier, dass es da kein Grund gibt, das irgendwie in Meditationssitzungen einzuteilen, sondern für ihn ist Meditation sozusagen 24 Stunden am Stück. Completely familiar with this meditation, you know? Er ist vollkommen vertraut mit dieser Meditation. Yeah, but we, our beginner, we cannot do this. Mm-hmm. So therefore, for beginner, our beginning level, our beginner level, when we train the meditation, and it said, short period mm-hmm. and repeat again mm-hmm. and again. Aber Anfänger können das eben nicht tun. Anfänger schulen sich eben in Meditation und da heißt es, dass für Anfänger es wichtig ist, dass sie kurze Sitzungen machen und dass sie diese kurzen Sitzungen dann immer wiederholen und wiederholen. Ja, then slowly, then you really, your mind has become familiar. And Pamela, and then you reach really no need to section, break in a section, just 24 hours. You can combine or you can meditate, right? Mm-hmm. Und wenn wir so vertrauter und vertrauter damit werden, dann kommen wir irgendwann eben auch auf diese Stufe, wo wir es nicht mehr einteilen müssen in Meditationssitzungen und Pausen. Da wird es eben auch so sein, dass wir 24 Stunden meditieren können. Ja, yeah. So Milarepa also said, Gomba Mayin, Gomba Yin. Same sound, but one Gomba is to meditate, mm-hmm. and another Gomba is to Pamela, to train mm-hmm. Pamela. Right? So your meditation become Pamela and Pamela. Through the familiarities to realize your own true nature of mind. Mm-hmm. When you realize your own true nature of mind, or Vipassana and Shamatha meditation become, you know, unit, then you can rest freely. There's no need to section, cessation and break. That's the meaning here. Mm-hmm. And durch diese, also wir machen uns in Meditation eben immer vertrauter und vertrauter damit. Und durch dieses Vertrautwerden können wir dann auch die Natur unseres Geistes verwirklichen. Und dadurch sind wir dann eben in der Lage, Shamatha und Vipassana auch in Einheit oder untrennbar voneinander zu praktizieren. Und dann können wir eben vollkommen frei ruhen, ohne dass wir eben das noch in Sitzungen und Pausen einteilen müssen. So, therefore, the third line is called, is the meditator. An object or meditated are completely gone or refined until they are gone. Und deshalb heißt es eben hier dann in der dritten Zeile, dass der Meditierende und das Objekt oder auch der Meditierende und das, worauf meditiert wird, sich auflösen oder sich verfeinern, bis sie aufgelöst sind. Right? So this hard bone of meditation, it did quite well. And another translator there, this perseverance in meditation is excellent. Und deshalb heißt es hier dann in der letzten Zeile, dieses Herz der Meditation schlägt ziemlich gut. Und Lama sagt, im Englischen gibt es dann auch die andere Übersetzung noch, dass diese Ausdauer sozusagen dann sehr exzellent ist. Ja, yeah. So Gomba Nyingru Sanisungs, Tibetan Nyingru, as I said before,
the joyful perseverance is mm-hmm. very, very important mm-hmm. for our everyday life and for meditation. Perseverance or religion, right? Mm-hmm. So therefore, Milarepa, he reached this level of meditation is, I give really, you know, meditate with the joyful perseverance or diligently. Mm-hmm. So therefore, I reached this result. Mm-hmm. So I'm so happy, you know, I'm so happy and really excellent for my meditation mm-hmm. practice. And we also train and we can also reach this level. Mm-hmm. Okay? Und mit dieser freudigen Anstrengung oder mit der freudigen Ausdauer, das ist eben wichtig einmal für die Meditation, aber eben auch für unser tägliches Leben. So wie Milarepa, der eben dies angewandt hat und dadurch eben auch dieses Ergebnis erzielt hat. Und Milarepa sagt dann eben selber, dass er dadurch diese Freude erlangt hat. Und genau so können wir es eben auch tun. Auch wir können das erlangen. Ja, so therefore for him, meditator and meditated or object, there is no difference yet, right? It's called he reached the level of non-duality. Und für ihn heißt es eben hier dann in der letzten Zeile, dass der Meditierende und auch das Objekt, auf das er meditiert, da gibt es keinen Unterschied mehr. Das heißt, er hat den Zustand der Nicht-Dualität oder jenseits von Dualität erlangt. So, reached really luminous, you know, what's called like a sun and shining. Und er hat eben dadurch diese Luminosität oder leuchtende Klarheit erlangt, so wie eine strahlende Sonne. The definition of mind is called clarity, meaning of the mind, clarity, right? It's like a sun. And from the sun quality is, it makes shine, right? Shining. So whatever thoughts arise, thoughts are just like shining from the thorns to nature of mind. So therefore, you know, clear light like a sun, and clear light mind is like a sun, and from the clear light mind, sunlight shining to arise different kind of thoughts. But for this level, there's non-differentiate. It's non-duality. Completely free, right? To transform whatever thoughts arise, just completely transform. That's what example is like sun and shine. Und eine Definition von Geist ist eben auch diese Klarheit, so wie eben eine Sonne klar strahlt. Das heißt, die Qualität dieser Sonne ist eben dieses Strahlen. Und Gedanken sind eben nur so etwas, was sozusagen die von als wenn Gedanken sind etwas so wie so, die Gedanken strahlen von sozusagen von der Natur unseres Geistes aus, so wie eben die Sonne dann strahlt. Und das heißt, unser Geist ist eben dieses klare Licht wie die Sonne und die Gedanken entstehen oder scheinen eben nur davon. Und hier auf dieser Ebene von Milarepa, da sind wir eben einfach, der erkennt, dass es da keinen Unterschied mehr gibt. Das ist eben diese Stufe jenseits von Dualität. Ja, so this means you know, profound view and profound meditation become unit, right? Mm-hmm. It become inseparable. Und hier ist es eben, dass diese tiefgründige Sichtweise und die tiefgründige Meditation eine Einheit geworden sind. Sie sind untrennbar. Okay. So same like as before, we talk about tut-tut and tut-tut is become unit. Genauso wie wir eben vorher schon über die zwei Wahrheiten gesprochen haben, die ja dann auch eben eine Einheit bilden. Okay, so this is the meaning of the meditation. So I'm going to stop here. Wir machen hier Schluss, das war also das Thema der Meditation. And so if you have a question, we can do a few questions, not, and then we can a little bit meditate. Then we can end our session. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne, solltet ihr in der Lage sein, euch jetzt links unten das Mikro selbst anzustellen, wenn ihr mögt. Und danach würden wir noch eine kurze Meditation machen. Hat jemand eine Frage?
you have another question, we can also discuss another section, no? Next Thursday. Mhm. Oder wenn ihr Fragen habt, dann können wir die sonst auch nächste Woche besprechen. Hat jetzt jemand eine Frage? So, okay, now we do a little bit of meditation. Dann machen wir eine kurze Meditation zusammen. If you have no prepared about the question, but next Thursday we will do. Mm-hmm. I don't want to talk too much. Also wenn ihr jetzt keine Fragen habt, dann machen wir das nächste Woche lang, man will nicht immer so viel reden. I can give you half an hour for question answer. Mm-hmm. Nächste Woche kann er uns dann eine halbe Stunde für Fragen und Antworten geben. Please feel free. Das heißt, ja, fragt. And enjoy for our everyday life and our spiritual background this method, the instruction from Milarepa Dhoha. Und genießt diese Anweisung aus dem Milarepa-Lied, nicht nur für unsere spirituelle Praxis, aber eben auch für unser tägliches Leben. So you can sing and you can meditate, right? Wir können es singen, wir können darüber meditieren oder damit meditieren. You know the melody, but German I could not make melody. But die englische anyway, Melodie ist ja auf der Webseite. But you can make your own melody, you know. Und wenn ihr mögt, könnt ihr im Deutschen auch eure eigene Melodie machen. And apply the meaning really in your heart. Und dann die Bedeutung dessen sozusagen wirklich in unserem Herzen anwenden. Okay, thank you very much. Mm-hmm. So should we make a few minute meditation? Maybe or a few minutes, sure, yeah. Okay. Meditate a few minutes. So we do 5 minute meditation, yeah? Mm-hmm. Wir machen 5 Minuten gemeinsame Meditation. So you can read the first and the second section. Mm-hmm. Wir lesen einmal zusammen. German. Ersten und zweiten Vers aus Milarepas Lied. Für den Geist, der die Sichtweise meistert, scheint Leerheit auf. Im gesehenen Inhalt existiert nicht einmal ein Atom. Derjenige, der sieht und das Gesehene verfeinert, bis sie sich aufgelöst haben. Diese Art der Verwirklichung der Sichtweise funktioniert ziemlich gut. Wenn Meditation wie ein klarer, leichter, hinfließender Fluss ist, es ist nicht erforderlich, es auf Sitzungen und Pausen einzuschränken. Meditierender und Objekt verfeinert, bis sie sich aufgelöst haben. Dieses Herz der Meditation schlägt ziemlich gut. Okay, so you can contemplate in a meditation. Wir können über die Bedeutung in der Meditation kontemplieren. About the view and meditation. Über Sichtweise und Meditation.
So nam de ye tam je zi ba tam na mi re da na tam je che ga na je ba lon tu ba si be so le bo wa do wa thank you. Vielen Dank. Have a nice evening. Einen schönen Abend noch an alle.